Es betrifft alle! Ja, die Geschäftsführung der K-Plus-Gruppe hat am Mittwoch die Schließung des Krankenhauses verkündet. Die K-Plus-Gruppe befindet sich ja auch schon in der Insolvenz. Auch das Hildener Krankenhaus als GmbH, als Tochtergesellschaft, befindet sich in der Insolvenz. Und zur Begründung sagt die Geschäftsführung, das muss man jetzt erstmal auch so akzeptieren, dass ohne die Zuordnung der Geriatrie im Krankenhausplan ein wirtschaftliches Betreiben dieses Hauses nicht möglich ist. Das war der Grund für die Schließung. Ja, wozu führt jetzt die mögliche Schließung des Hildener Krankenhauses? Auf der einen Seite ist es so, dass die ambulante medizinische Versorgung akut gefährdet ist und auch die stationäre Behandlung im Grunde künftig nicht mehr stattfinden kann. Das heißt, Patienten, die einen Notfall erleiden, die ins Krankenhaus müssen, die einen RTW rufen, die werden dann in umliegende Häuser gebracht. Die umliegenden Häuser, das ist kein Geheimnis, das sagt jeder Rettungsexperte, das sagt die Feuerwehr, das sagen die Experten beim Kreis. Alle Fachleute im Kreis Mettmann sagen, die umliegenden Krankenhäuser haben nicht ansatzweise die Kapazitäten, um die Patienten aus Hilden, aus Hahn, aus Erkrath und sonst woher aufzunehmen. Es betrifft nicht nur den stationären Bereich, sondern was auch noch ein Problem ist, ist die Verfügbarkeit von Rettungswagen und den Einsatzkräften. Denn eines ist auch klar, wir haben einen Mangel sowohl bei den stationären Behandlungsmöglichkeiten und auch den Notfallbehandlungsmöglichkeiten im Umkreis. Wir haben in Hilden und auch in den Nachbarstädten einen Mangel, der sich noch deutlich verschärfen wird, was Einsatzkräfte auf den RTWs, auf den Rettungswagen angeht. Und wir haben schlichtweg keine Autos, die die Menschen von A nach B bringen können. Und das alles aufzubauen, das dauert. Und das kann man auch nicht mal eben aus der Hüfte machen oder aus dem Ärmel schütteln, sondern die Ausbildung eines Rettungssanitäters dauert 3 Jahre. Wenn denn überhaupt jemand Interesse hat, in einer Feuerwehr ausgebildet zu werden, die über kein Krankenhaus, wo die Praktikas abgeleistet werden, verfügt. Und zum anderen ist es so, dass in der Woche nach den Herbstferien noch ein Gespräch im Ministerium, im Gesundheitsministerium mit dem Staatssekretär an der ersten Stelle mal stattfindet, an dem neben mir selber die Bürgermeisterin aus Zahn, der Landrat und einige Landtagsabgeordnete der CDU teilnehmen werden. Wir können nur hoffen, dass es uns gelingt, dort nochmal für die Position des Hildener Krankenhauses zu werben. Wir werden alles unternehmen. Und heute, finde ich, ist schon mal ein guter Schritt getan, dass wir da auch mit einem entsprechenden Nachdruck unsere Argumente vortragen können. Es gibt noch einen Funken Hoffnung und daran müssen wir uns einfach festhalten. Den Respekt für unzählige Überstunden, für durchgemachte Nächte und seelische Belastungen, die wir dann haben, der wird uns aktuell von Seiten der Entscheidungsträger in der Politik genommen. Und wie können wir denn sonst die Billigung der Schließung von 3 Krankenhäusern im näheren Umkreis als einfache Respektlosigkeit vor Ihnen als Bürgern oder uns als Mitarbeitern? Unsere und die Geschäftsführung der umliegenden Krankenhäuser. Wir haben seit 2021 ein zukunftsfähiges und tragfähiges Konzept erarbeitet, das dem Ministerium in Düsseldorf vorliegt, mit Zentralisierung von Leistungen bei Erhaltung von Arbeitsplätzen und einer Erhaltung von wohnortnahen medizinischen Versorgung. Dieses Konzept wird vom Ministerium seitdem ignoriert. Die umliegenden Krankenkassen generell,
die haben sich eindeutig mit einem positiven Votum für dieses Konzept ausgesprochen. Denn in den Krankenkassen ist der Bürger in Hilden und der Bürger im Umkreis und im Südkreis Mettmann das Geld wert, dieses Krankenhaus zu erhalten. Aktuell scheint es ja aber auch so, dass unsere Gesundheitspolitik den kleinen Bürgern zumutet, lange Wartezeiten und weitere Anfahrtswege in Kauf zu nehmen. Das bedeutet für Sie, die ohnehin schon langen Wartezeiten in den verstopften Ambulanzen bei Arztpraxen werden sich nochmal deutlich verlängern. Kinder werden hier nicht mehr geboren, Verunfallte müssen weite Wege in Kauf nehmen, um verlegt zu werden, und der Rettungsdienst wird kaum noch zeitnah vor Ort sein können. Gesundheit sollte daher kein Luxusgut und auch keine Massenabfertigung sein, wie es die aktuelle Politik in ihren Krankenhausbedarfsplänen vorsieht, sondern ein grundlegendes Recht aller Menschen. Ja, ich auch.